Das Gesetz des US-amerikanischen Luftwaffeningenieurs Hauptmann Edward R. Murphy Jr. lautete: Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen. Und ein weiterer Satz von ihm: Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonst wie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genauso machen. Und damit Murphys Gesetz sich auch wieder beweisen konnte, gibt es immer wieder solche katastrophalen Versäumnisse wie die, welche sich ab dem 14. Juli 2021 im Landkreis Ahrweiler abgespielt haben. Keiner der damals Verantwortlichen, weder der Landrat noch die technische Einsatzleitung, hatte auf den Alarmknopf gedrückt und die Bevölkerung vor den heranrauschenden Wassermassen gewarnt. Das Resultat: 184 Tote, davon allein 133 Ertrunkene im Landkreis Ahrweiler. Und da ja bekanntlich nur das klappt, was auch geübt wird, wurden und werden solche Lagen in den zivilen Katastrophenstäben immer wieder durchgespielt. Und was mögliche Szenarien betrifft, sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, auch wenn sie sich noch so unmöglich anhören. Beispiel: Von der Kollision eines mit Nuklearwaffen bestückten Jagdbombers mit einem vollbesetzten Jumbojet über dem vollbesetzten ehemaligen Waldstadion Frankfurt während eines Fußball-Länderspiels, bei dem inkognito der Papst als Zuschauer beiwohnt, mit solchen dramatischen Bildern. Im Rückblick kann festgestellt werden, dass der Zivilschutz wie auch das Katastrophenschutzsystem der alten Bundesrepublik, ähnlich wie das in der DDR, effektiv und hochwirksam war. Doch nach dem Beitritt der DDR zur BRD witterten diejenigen Politiker Morgenluft, die schon immer gegen Bundeswehr, Zivilschutz oder einer schlagkräftigen Polizei waren und bliesen, unterstützt von ihnen nahestehenden Presseorganen aller Medienart zur Attacke. Mit den abenteuerlichsten Begründungen wurde dem Publikum vorgegaukelt, für die nächsten 1000 Jahre herrsche jetzt der ewige Frieden und überhaupt sei Deutschland ja nur noch von Freunden umzingelt. Damit, so faselten sie weiter, fänden auch alle Bedrohungen, auch die durch Kriegsanflüsse, ab sofort nicht mehr statt, da die deutschen Regierungen, damals gestellt von CDU und FDP, später von CDU und SPD, dieses für das deutsche Territorium ausdrücklich als unmöglich erklärt haben. Als Beleg dafür diente ihnen die letzte Zeile aus einem Gedicht des großen deutschen Mystikers Christian Morgenstern, der seinen Protagonisten Palmström feststellen ließ, weil, so schließt er messerscharf, nicht sein kann, was nicht sein darf. Konsequenterweise und natürlich alternativlos wurden nach der Wiedervereinigung die einheitlichen Vorgaben für den Katastrophenschutz aufgegeben und den Bundesländern überlassen. Das Resultat: viele Städte und Kreise pfiffen auf den Katastrophenschutz und verwendeten die Gelder lieber für globale Rettungstaten. Das ging so weit, dass im Zuge einer weltfremden und naiven Vogel-Strauß-Politik nicht nur der Bevölkerungsschutz als unnötig angesehen wurde, sondern das bundesweite Sirenennetz auch als kriegsvorbereitende Maßnahme verunglimpft wurde. Die Konsequenz: ab 1993 wurden von Städten und Kreisen 40.000 Sirenen abgebaut und die Warnämter geschlossen. Seitdem gibt es in Deutschland kein flächendeckendes System zur Alarmierung der Bevölkerung mehr. Immerhin wurde, mehr der Not als dem eigenen Triebe folgend, 2004 das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe eingerichtet. Aber da Sirenen ja die Eigenschaft haben, laut zu sein und den einen oder anderen satten Bürger bei seinem Mittagsschläfchen unterbrechen könnten, stellte das Amt 2015 stattdessen eine zig Millionen teure Warn-App zur Verfügung. Als man dann 5 Jahre später, dieser Zeitraum ist im Vergleich zu den 20 Jahren Berliner Flughafen fast schon als Blitzentwicklung zu beurteilen, bei dem groß angekündigten Warntag am 10. September 2020 dem Publikum vorgestellt wurde, versagte das System grandios,
wie so viel von der deutschen Regierung in Deutschland in den letzten 20 Jahren zu verantworten ist. Im echten Alarmfall hätte dieses unbrauchbare App damals zu einem Desaster geführt. Immerhin ist ein kleiner Trost, dass inzwischen wieder mehr Städte und Kreise auf Sirenenalarmierung setzen. Inzwischen aber werden sich viele von Ihnen fragen, was erzählt er denn die ganze Zeit von Murphys Gesetz, Sirenengeheule, nicht funktionierenden Warn-Apps und durchgespielten Krisenszenarien, die sich nicht nur unmöglich anhören, sondern sich auch kaum so abspielen können. Nun, wenn Sie dieses Bild eines Hörsaals der Berliner Kriegsakademie 1935 sehen, wissen Sie, wohin ich will. Ich möchte Sie nämlich auf genau solche fantastischen Planspiele vorbereiten, denn gerade solche hypothetischen Szenarien wurden und werden teilweise auch heute noch von allen Armeen angestellt unter dem Thema, wer kann uns wann und wie angreifen und wie begegnen wir ihm oder wie kann ich den potenziellen Gegner wo und wie angreifen. Solche Fragen werden natürlich nicht im Rahmen von Kompanien oder Bataillonen respektive Geschwadern beantwortet, sondern eher in operativen Arbeiten von Generalstabslehrgängen, wie hier auf der Kriegsakademie. Allerdings landen im Prinzip Unterlagen solcher theoretischen Planübungen nach einer Weile entweder im Reißwolf oder in einer Aktenablage des jeweiligen Militärarchivs, wo sie dann jahrzehntelang unbeachtet vor sich hin dämmern. Auch bei der Kaiserlichen Marine wurden solche Gedankenspiele in der Admiralstabsausbildung betrieben. Darunter waren während der Jahre 1897 bis 1903 auch drei Themen für eine theoretische Invasion der Vereinigten Staaten von Amerika. Dazu wurde auf der Admiralstabsakademie den betroffenen Protagonisten, alles Offiziere unterer Dienstgrade, folgende Lagevorgabe gegeben. Die Verantwortlichen im Weißen Haus über eine militärische Intervention zu zwingen, aus einer schwachen Position heraus zu verhandeln und ihre wachsende wirtschaftliche und politische Verbindung im Pazifik, in der Karibik und in Südamerika abzubrechen, um dort den deutschen Einfluss erhöhen zu können. Als dann aber diese theoretischen Arbeiten der Subalternoffiziere diskutiert und bewertet wurden, wie das beim Militär nach Manövern und Planübungen üblich ist, wurden diese von den Vertretern der als Invasionstruppen vorgesehenen Heeresverbände im Generalstab nicht nur als völlig marinelastig, sondern darüber hinaus auch als weltfremd angesehen und auch als nicht durchführbar abgelehnt. Nicht einer der drei Ausarbeitungen, noch nicht einmal geringste Teile daraus, wurden ernsthaft in Betracht gezogen und konsequenterweise ab 1906 eingestellt und nicht wieder aufgenommen. 34 Jahre lang interessierten diese Planspiele junger Marineoffiziere nicht die Bohne. Dann allerdings trat ein stark dem äußerst linken Lager angehörender ehemaliger Reserveoffizier namens Alfred Fagts in Erscheinung, der sich 1919 auch an der kommunistisch-anarchistischen Münchner Räterepublik beteiligt hatte und nun in dem privaten Institut für Auswärtige Politik der Universität Hamburg als Historiker wirkte. Der hatte Anfang der 30er Jahre bei seinen Nachforschungen im Auswärtigen Amt in der Berliner Wilhelmstraße 74 bis 76 einige Kopien über Gedankenspiele gefunden, welche die erwähnten Angriffe auf die großen nordöstlichen Städte wie Boston und New York vorgesehen hatten. Fagts, der 1932 über Großbritannien in die USA emigriert war und 1933 die amerikanische Staatsbürgerschaft annahm, hatte dann dafür gesorgt, dass 1940 diese von den Subalternoffizieren angestellten Studien in einem Artikel im Magazin Political Science Quarterly der New Yorker Columbia Universität veröffentlicht worden waren. Diese Veröffentlichungen hatten in den USA für die gewünschte Aufmerksamkeit gesorgt, zumal Fagts von Plänen anstatt von theoretischen Planspielen sprach. Damit hatte er suggeriert, dass die Eroberung der USA Doktrin des Kaiserlichen Reiches gewesen war, was 1940 aus nachvollziehbaren Gründen ein willkommenes Argument war.
Weitere 18 Jahre später, 1958, entdeckte dann der deutsche Militärhistoriker Walter Hubatsch weitere Kopien aus dem Jahr 1899 bis 1900 für einen Angriff auf Neuengland. Allerdings und im Gegensatz zum eher dilettantischen Fakts ordnete Hubatsch diese Papiere in seinem Buch »Der Admiralstab und die obersten Marinebehörden in Deutschland 1848 bis 1945« als typische Beispiele für routinemäßige Gedankenübungen ab und nicht als ausgereifte Pläne. Als nächstes veröffentlichten 1966 die Historiker John A. S. Greenville und George Berkeley Young in ihrem Buch Politics, Strategy and American Diplomacy, Studies in Foreign Policy 1873 bis 1917 einige Kopien, die sie im Public Record Office in London gefunden hatten. Darin waren die Pläne von 1899 und 1903 allgemein beschrieben worden. Wiederum 12 Jahre später, 1970, entdeckte der spätere deutsch-kanadische Militärhistoriker Holger H. Herwig als Doktorand im Militärarchiv in Freiburg die vollständigen Unterlagen und veröffentlichte dazu gemeinsam mit dem US-Geschichtsprofessor David F. Trask, damals Chefhistoriker des US Army Centers of Military History, der geschichtswissenschaftlichen Institution des Verteidigungsministeriums der Vereinigten Staaten, eine Studie in der deutschen Zeitschrift Militärgeschichtliche Mitteilungen. Dieser Artikel erzeugte internationales Interesse, was sogar die New York Times bewog, im April 1971 einen Artikel zu drucken mit der reißerischen Überschrift »Die Pläne des Kaisers für die Invasion der USA«. 31 Jahre später, im Jahr 2002, nachdem jetzt seit 62 Jahren die angeblichen Invasionspläne hinlänglich bekannt waren und kein Opa mehr hinter dem Ofen hervorlockten, vermeldete die linksliberale deutsche Tageszeitung »Die Zeit« am 8. Mai 2002 eine Entdeckung und kündigte das inzwischen schon Schimmel angesetzte Gericht als schmackhafte Delikatesse an. Und um in der in Deutschland bei einem gewissen Klientel inzwischen üblichen Kausalitätskette zu bleiben, schwadronierte der für die Entdeckung verantwortliche Reporter namens Seitz: Die Entdeckung beweise eine Kontinuität zwischen dem Kaiserreich und dem Dritten Reich, weil die Nazis auch 40 Jahre später einen Endkampf um die Weltherrschaft mit den USA riskieren wollten. Aber ehe ich Sie weiter auf die Folter spanne, komme ich jetzt zu den aus dem Dunkel des Archivs ans Tageslicht geholten drei ominösen Plänen, die für so viel Verwirrung gesorgt haben. Die Lage für alle drei Ausarbeitungen waren im Prinzip gleich. Die USA hatten nach ihrem Sieg über Spanien im Jahr 1898 Morgenluft gewittert und waren, Zitat, von einem neuen Kampfgeist erfüllt worden. Als Konsequenz daraus und in der Erkenntnis, dass die USA eine gewaltige Seemacht werden könnten, was ja bekanntlich seit der Antike die Hauptvoraussetzung für eine weltumspannende Herrschaft war, hatte sie mit dem Bau von Schlachtschiffen begonnen. Diese neue Denkweise und Weltsicht ging unter anderem zurück auch auf den Konteradmiral der US Navy, Marineschriftsteller und Strategen Alfred Thayer Mahan, der 1890 über die Bedeutung von Seemacht für den Verlauf der Geschichte, den Entstehungsgang und die kriegerischen Auseinandersetzungen von Nationen ein epochales Buch geschrieben hatte. The Influence of Sea Power Upon History von 1890, zu Deutsch Der Einfluss der Seemacht auf die Geschichte. Aber es war ja nicht nur die US-Marine, die sich Mahans Thesen angeeignet hatte, sondern auch die britische Royal Navy, seinerzeit ja bereits die stärkste Marine der Welt. Nach dem Naval Defense Act 1889 expandierte sie weiter und baute überschwere Schlachtschiffe vom Typ Dreadnought. Dies übte zusätzlichen Druck auf die deutsche Marine aus, die nach dem sogenannten Tirpitz-Plan
benannt nach dem Staatssekretär des Reichsmarineamtes Alfred von Tirpitz, nun auch den Ausbau der deutschen Hochseeflotte als, Zitat, Entscheidungsträger im Bereich der deutschen Außenpolitik forcierte. Um dieses Projekt, für das Tirpitz 20 Jahre veranschlagt hatte, auf Dauer umsetzen zu können, setzte Bernhard Fürst von Bülow, von 1900 bis Juli 1909 deutscher Reichskanzler, zunächst auf die Erhaltung des Friedens. Allerdings hatte die kaiserliche deutsche Marine auch schon mit dem Bau schlagkräftiger neuer Schlachtschiffe begonnen, wie die der Kaiser Friedrich III. Klasse, die bis 1902 fertiggestellt werden sollten. Hier die fünf Schiffe. Seiner Majestät Schiffe Kaiser Friedrich III., Kaiser Wilhelm II., Kaiser Wilhelm der Große, Kaiser Karl der Große, schließlich Kaiser Barbarossa. Neben dem weiteren Ausbau der Hochseeflotte bestand im Deutschen Reich jetzt aber auch die Absicht, zunächst einen Marinestützpunkt in der Karibik zu richten und damit freie Hand zu bekommen, über einen weiteren im Pazifik zu verhandeln. Die erste Ausarbeitung, fälschlicherweise immer Plan genannt, wurde zwischen den Jahren 1897 und 98 vom 28-jährigen Leutnant der Kaiserlichen Marine Eberhard von Manthey im Rahmen einer Winterarbeit an der Marineakademie in Kiel erstellt. In seiner theoretischen Ausarbeitung sah er vor, dass eine große deutsche Flotte den Atlantik überqueren und an der Ostküste die Atlantikflotte der US-Marine in einer entscheidenden Schlacht stellen und ausschalten sollte. Danach würde deutsche Marineartillerie die bedeutenden Werften Norfolk Naval Shipyard, das Newport News Shipbuilding Center sowie alle anderen Seestreitkräfte in der Gegend von Hampton Roads in Virginia angreifen. Von Manthey nannte dieses Gebiet den empfindlichsten Punkt der amerikanischen Verteidigung, dessen Ausschaltung die USA zu Verhandlungen zwingen würde. Da von Manthey die Hafenverteidigung von New York mit ihren Küstenartilleriefors wie das Fort Hamilton oder die starke Mörserbatterie des Forts Hancock für einen Angriff als zu stark beurteilt hatte, sollte der Hauptangriff auf die Portsmouth Naval Shipyard an der Grenze der Bundesstaaten Maine und New Hampshire stattfinden. Dann, nachdem die wichtigsten Marinewerften der Ostküste ausgeschaltet worden seien, sollten die deutschen Schlachtschiffe und Kreuzer in ihrer Drohposition verharren, während ein deutsches Verhandlungsteam der amerikanischen Regierung alle Forderungen abbringen sollte, die das Deutsche Reich für angemessen hielt. Da aber brach der vom 23. April bis 12. August 1898 andauernde spanisch-amerikanische Krieg aus, der zur Eroberung von Kuba, Puerto Rico, Guam und den Philippinen durch US-Boden- und Seestreitkräfte führte, womit die deutschen Erwägungen für einen karibischen Stützpunkt vom Tisch waren. Nun konzentrierten sich die theoretischen deutschen Erwägungen statt auf einen maritimen Angriff auf eine Landinvasion, womit dann das Gedankenspiel 2 begann. Nachdem dem Deutschen Reich im März 1899 klar wurde, dass die amerikanische Besetzung von Puerto Rico und Kuba dauerhaft sein sollte, damit als erhoffte deutsche Stützpunkte in der Karibik ausfielen, wurde Mantheys Ausarbeitung erweitert. Statt des Artillerieangriffs auf die Werften sahen die Erwägungen jetzt eine Invasion von New York City und Boston vor. Angesetzt wurden etwa 60 Kriegsschiffe und 40 bis 60 Fracht- und Truppentransporter für rund 100.000 Soldaten und ausreichend Heeresartillerie, die den Atlantik in 25 Tagen überqueren sollten. Dann, nach einer entscheidenden Seeschlacht zur Erlangung der Überlegenheit, sollten deutsche Truppen bei Cape Cod, zu Deutsch Kap Kabeljau, der 878 Quadratkilometer großen Halbinsel im Südosten von Massachusetts, anlanden, auf Boston vorrücken und die Stadt sturmreif schießen. Die Einnahme der Großstadt New York sollte, während die Schiffsartillerie die Verteidigungseinrichtungen des Hafens, insbesondere die Forts Hamilton und wie hier Tompkins, zerstören sollte,
mit einer Invasion der Halbinsel von Sandy Hook in New Jersey beginnen. Danach würden die Schlachtschiffe Manhattan und andere Gebiete von New York beschießen, um die amerikanische Zivilbevölkerung in Panik zu versetzen und damit die amerikanische Regierung an den Verhandlungstisch zu zwingen. Tatsächlich beauftragte Admiral von Tirpitz im August 1901 den Marineattaché in Washington, Korvettenkapitän, dieser Marinedienstgrad gleich dem eines Majors, Hubert von Rehbeuer-Paschwitz, hier bereits als Admiral zu sehen, den vorgeschlagenen Landeplatz auf Cape Cod zu erkunden, den der dann aber als ungeeignet empfand. Stattdessen empfahl er die Anlandung an den Strand in der Nähe des Leuchtturms von Menomee Point zu verlegen, da dort von der Seeseite her die Unterstützung der eigenen Schiffsartillerie gesichert sei. Damit stützte sich Rehbeuer-Paschwitz damals auf einen aktuellen amerikanischen Verteidigungsplan, den Captain Charles J. Train 1901 im Rahmen seiner Tätigkeit im US Navy Board of Inspection and Survey, der 1868 eingerichteten Marineabteilung zur Kontrolle des materiellen Zustandes von Kriegsschiffen und Booten, verfasst hatte. In seinem Bericht hatte Train die Stadt Provincetown in Massachusetts an der Nordspitze von Cape Cod als den am stärksten gefährdeten feindlichen Landeplatz in der Nähe von Boston genannt und als den zweitgefährdeten Cape Ann, 64 Kilometer nördlich von Boston. Rehbeuer-Paschwitz, hier bei einem Besuch New Yorks 1912, aber schon 1901 mit einem gesunden Selbstvertrauen gesegnet, versuchte nun Kaiser Wilhelm II., hier zusammen mit dem russischen Zaren in Marineuniform, zu überzeugen, dass die deutsche Marine jetzt stärker sei als die US-Marine und es nun an der Armee sei, das Problem der Landstrategie zu lösen. Danach meldete der Admiral Tirpitz, dass für einen Erfolg zwei Angriffsgruppen an diesen beiden Punkten gelandet werden müssten, die dann von Menomee Point und Rockport aus für einen Zangenangriff auf Boston zusammenlaufen würden. Nachdem allerdings der Chef des deutschen Generalstabs, General Alfred von Schlieffen, den Bericht von Rehbeuer-Paschwitz gesehen hatte, schrieb er im Dezember 1901, dass die Unerfahrenheit des Korvettenkapitäns in Armeeoperationen ernsthafte Zweifel an dessen Urteilsfähigkeit sowohl über die geeigneten Anlandungspunkte als auch der Taktik bei großen Landoperationen aufkommen ließ. Und zu Manteis Verwendung des Küstenverteidigungsberichtes von Captain Train bemerkte von Schlieffen, diese Ausarbeitung sei ein deutliches Signal dafür, dass die USA über eine mögliche feindliche Invasion in der Gegend von Boston durchaus im Bilde seien und sie sicherlich bereits Abwehrmaßnahmen ergriffen hätten. Darüber hinaus gäbe es ja nicht einmal genug deutschen Transportraum, um 100.000 Soldaten und deren Ausrüstung über solche Distanzen transportieren zu können. Kaiser Wilhelm II., der sich immer wieder vom Fortgang dieser theoretischen Arbeiten berichten ließ, um es höflich auszudrücken, eigentlich hatte er sich ja immer eingemischt, da er sich für einen ausgewiesenen Marinespezialisten hielt, ließ nun seine Erwägungen einfließen, dass eine Invasion besser zum Beispiel von einer der USA näheren Basis, zum Beispiel von Kuba aus, durchgeführt werden sollte. Diese Idee des Kaisers ließ nun wieder im Generalstab alle Alarmglocken läuten. Denn wenn man von Kuba aus angreifen sollte, müsste man diese unter amerikanischem Protektorat stehende Insel ja zunächst einmal erobern, mit all den neuen Fragen, die ein solches Unternehmen aufwerfen würde. Darüber verlor Admiral Otto von Diederichs, zwischen 1900 und 1902 Chef des Admiralstabes der Kaiserlichen Marine, sein Amt, da er weder den persönlichen Zugang zu Tirpitz noch zu Kaiser Wilhelm II. Hatte und darüber hinaus immer wieder erfahren musste, dass seine im Ausland gemachten Erfahrungen von den anderen Offizieren im Admiralstab nicht zur Kenntnis genommen wurden. Sein Nachfolger als Chef des Admiralstabes wurde ab dem 20. August 1902 Admiral Wilhelm Büchsel.
Der überarbeitete für Tirpitz bis November 1903 die Pläne und nahm kleine Änderungen in der Taktik vor. Dabei berücksichtigte er in seinen Ausarbeitungen, Operationsplan 3 genannt, zum ersten Mal die Weltpolitik und spezifizierte die militärischen und politischen Vorteile, die durch die Errichtung eines Marinestützpunktes auf Culebra, einer kleinen Insel von Puerto Rico, gut 27 Kilometer von Puerto Rico entfernt, erzielt werden sollten. Von dieser Position aus könne man dann auch den Panama-Kanal bedrohen. Admiral Büchsel hatte allerdings auch festgestellt, dass eine Bedingung für den Erfolg einer deutschen Invasion in Amerika voraussetze, dass ein größerer bewaffneter Konflikt in Europa auszuschließen sei. Eine weitere Bedingung wäre eine mangelnde amerikanische Bereitschaft zur Durchsetzung ihrer Interessen. Damit aber hatte er selbst seinen Plan ad absurdum geführt, da zu dieser Zeit US-Präsident Theodore Roosevelt sich von der Monroe-Doktrin verabschiedet und die US-Kriegsmarine eingesetzt hatte, um den europäischen Einfluss in Amerika endgültig zu beenden. Von Roosevelt, dem Präsidenten von 1901 bis 1909, stammte ja der zu seinem Amtsantritt gemachte eindeutige Ausspruch »Speak softly and carry a big stick, you'll go far«, also »Sprich sanft und trage einen großen Knüppel«, dann wirst du es weit bringen. Das stand im schroffen Gegensatz zu der Monroe-Doktrin, in der US-Präsident James Monroe im Amt vom 4. März 1817 bis zum 4. März 1825 in seiner Rede vom 2. Dezember 1823 vor dem Kongress zur Lage der Nation die Grundzüge einer langfristigen Außenpolitik der Vereinigten Staaten entworfen hatte. Darin stellte er der Tradition des von 1801 bis 1809 regierenden dritten Präsidenten Thomas Jeffersons folgend eine unwiderrufliche Unabhängigkeit der Staaten auf dem amerikanischen Doppelkontinent, also auch Südamerika, von den europäischen Mächten fest. Auch hatte Monroe die Existenz zweier politischer Sphären festgestellt, das Prinzip der Nichteinmischung der Vereinigten Staaten in europäische Konflikte betont und ein Ende der Bestrebung zu mehr Kolonien in der westlichen Hemisphäre gefordert. Sollten allerdings die europäischen Kolonialmächte diese politischen Grundsätze missachten, kündigte er ein Eingreifen der USA an, auch gegen Großbritannien. Das betraf also auch europäische Gelüste auf mittel- und südamerikanische Territorien. Kurzum, von nun an galt die Parole Amerika den Amerikanern. Die angloamerikanische Variante des Panamerikanismus war geboren. Aber wie gehört, hatte Teddy Roosevelt fast 80 Jahre später die Weltsituation völlig gegensätzlich beurteilt und sich dann auch praktisch in der sogenannten Venezuela-Krise 1902 bis 3 von Monroes Vorgaben verabschiedet. Diese Krise beschreibt die diplomatischen und militärischen Auseinandersetzungen zwischen Venezuela einerseits und dem Deutschen Reich, Großbritannien und Italien andererseits, bei der es um nicht bezahlte Schulden ging. Hier beobachtet 1903 Uncle Sam sehr aufmerksam, wie Großbritannien und Deutschland Venezuela rupfen, das auch seine Schulden nicht begleichen wollte. Zugleich war es aber auch Merkmal und Austragungsfeld der weltpolitischen Gegensätze zwischen den imperialistischen Mächten, insbesondere zwischen Deutschland und der USA. Daneben steht diese Krise aber auch für die britisch-französische Annäherung 1902 bis 3, die auch die deutsch-britischen Beziehungen stark belastete. Jedenfalls schuf die Venezuela-Krise einen Präzedenzfall für die US-Intervention in südamerikanisch-europäischen Angelegenheiten und steht exemplarisch für die Hochphase des neuzeitlichen Imperialismus, bei dem sich auch die USA nach anfänglicher Zurückhaltung am Bestreben der europäischen Kolonialmächte nach einer, Zitat, Aufteilung der Welt beteiligten. Ab jetzt war auch die USA bereit, ihre Seemacht einzusetzen, um einen amerikanischen Standpunkt in der Weltpolitik
auch militärisch durchzusetzen. In der Folge griffen die USA mit Militärinterventionen und teils langjähriger Stationierung von Truppen in verschiedenen mittelamerikanischen Staaten ein, so etwa in Haiti, Nicaragua und der Dominikanischen Republik. Am 8. April 1904 war zwischen den europäischen Kolonialstaaten Großbritannien und Frankreich das Abkommen der Entente Cordiale geschlossen worden, während die deutsch-britische Annäherung zu einem Ende gekommen war. Ziel dieses herzlichen Einverständnisses, die Übersetzung von Entente Cordiale, war die Regulierung ihres Interessenkonflikts in den Kolonien Afrikas, Blau Frankreich, Rot Großbritannien, auch Wettlauf um Afrika genannt. Diese Entente Cordiale führte aber auch zu einer gravierenden Verschiebung der Machtverhältnisse in Europa. Denn diese verbesserten diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern ermöglichte jetzt die Verlegung französischer und britischer Streitkräfte an andere Orte, was logischerweise auf Kosten des Deutschen Reiches ging. Dazu kam, dass Zar Nikolaus II. Von Russland sich geweigert hatte, mit Deutschland ein Militärbündnis zu schließen und stattdessen 1907 der Entente Cordiale beigetreten war, die damit zur Triple Entente wurde. Damit war der deutsche Traum von einem Kolonialreich, ähnlich wie das des britischen Empires oder des französischen Kolonialreiches, endgültig ausgeträumt. Dafür war es nun, zusammen mit seinem Verbündeten Österreich-Ungarn, von drei mächtigen potenziellen Kriegsgegnern umgeben. Die Konsequenz? Jetzt musste sich das Deutsche Reich für einen möglichen europäischen Konflikt stark machen, anstatt auf eine wie und wo auch immer geartete Invasion in Übersee zur Erlangung eines überseeischen Stützpunktes zu hoffen. Was nun diese drei Ausarbeitungen betraf, war auch jedem halbwegs intelligenten deutschen Menschen bewusst, ob in Zivil oder in Uniform, dass Deutschland, die klassische Kontinentalmacht mit einem starken Heer, nie und nimmer in der Lage gewesen wäre, mit ihrer Marine irgendwelche Invasionspläne gegen die USA auszuführen. Dazu kommt, dass es außer bei schwadronierenden Redakteuren nicht einen Hinweis darauf gibt, dass diese Pläne 1 bis 3 apostrophiert als Invasionspläne, in Wirklichkeit Gedankenspiele subalterner Marineoffiziere, jemals ernsthaft in Erwägung gezogen worden sind.